Buonasera e benvenuto a Berzosud. Guten Abend und herzlich willkommen im Kino des Deutschen Filmmuseums zum zweiten Festivaltag, also einer Art zweiten Eröffnung der 21. Ausgabe unseres italienischen Filmfestivals Berzosud. Das Festival bietet Ihnen von gestern an bis zum 11. Dezember wieder Gelegenheit, wie all die Jahre davor, aktuelle italienische Filme kennenzulernen, aber auch in diesem Jahr eine, wie ich finde, sehr schöne Hommage zu sehen, die Francesco Rosi gewidmet ist, der im Januar im Alter von 92 Jahren gestorben ist, was wir alle sehr bedauert haben und eine große Trauer in der Filmgemeinde ausgelöst hat. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir mit unserer Hommage noch einmal an ihn erinnern können und neuen Filme zeigen. Und ich hoffe, Sie werden die Gelegenheit wahrnehmen, die Filme anzugucken. Ich heiße sehr, sehr herzlich willkommen den Herrn Generalkonsul Maurizio Canfora und seine Frau. Herzlich willkommen. Den Direktor des Italienischen Kulturinstituts, Lucio Izzo, und seine Frau. Herzlich willkommen auch an Sie. Franco Montini von Made in Italy. Herzlich willkommen. Und mit ganz besonders großer Freude natürlich Gianni Di Gregorio, den Regisseur von Buoni a Nulla. Herzlich willkommen. Nach der so schönen Eröffnungsfeier gestern mit Fernando Muraca und seinem Film La Terra dei Santi freue ich mich, dass wir heute Abend noch einmal feiern können. Zwar nicht die Weltpremiere von Buoni a Nulla, die fand im letzten Oktober beim Filmfestival in Rom statt, aber immerhin eine kleine Frankfurter Premiere. Buoni a Nulla läuft hier zum ersten Mal in Frankfurt. Dass Gianni Di Gregorio gerne Wein trinkt, raucht und sehr gut kochen kann, kennen oder wissen all diejenigen, die seine beiden Erfolgskomödien Pranzo di Ferragosto und Gianni e le Donne gesehen haben. In Buoni a Nulla, seiner nunmehr dritten Komödie, erzählt er wieder auf seine unnachahmliche Weise von Menschen in einer seltsamen Situation. Mehr will ich nicht verraten. Er spielt selber wieder wie in allen beiden vorhergehenden Filmen die Hauptrolle, er hat das Drehbuch geschrieben und er führt Regie. In Buoni a Nulla sehen wir aber nicht, zum ersten Mal nämlich nicht, seine Mama, seine Filmmutter, die bislang von der so großartigen Schauspielerin Valeria De Franciscis verkörpert wurde, die Gianni Di Gregorio zu spätem Ruhm oder der Gianni Di Gregorio zu spätem Ruhm verholfen hat und einem Debüt als Schauspielerin im Alter von sage und schreibe 92 Jahren. Und die leider im letzten Jahr im Alter von 98 Jahren gestorben ist. Ich bin fast sicher, dass Sie alle Gianni Di Gregorios zwei erste Filme kennen und wissen, dass er in Rom, genauer im Stadtviertel Trastevere, geboren wurde, wo er auch heute noch lebt und arbeitet. Denn auch die Stadt Rom spielt in allen seinen Filmen eine große Rolle, oder? Wie Franco Martini in seiner Besprechung in La Repubblica geschrieben hat, die Stadt Rom wird selbst zu einer Figur des Films. Was Sie aber vielleicht nicht wissen, ist, dass Gianni Di Gregorio schon als Kind ein leidenschaftlicher Filmfan, um genau zu sein, komplett und völlig filmverrückt war. Nachmittags nach der Schule ging er gerne in die kleinen Kinos in seinem Stadtviertel und hat dort gerne auch mal drei Filme hintereinander an einem Tag angeschaut. Auch wenn sein Weg zum Regisseur damit eigentlich schon komplett besiegelt war, hat es dennoch bis an die 50 Jahre gedauert, bis er im Jahr 2008, im Alter von fast 60 Jahren, mit Pranzo di Ferragosto sein Debüt als Regisseur feiern konnte. Denn auf dem Weg zum Regisseur von so bezaubernden Komödien gab es einige Umwege. Er hat zunächst Literaturwissenschaften studiert, das Studium dann aber abgebrochen, um an der Kunstakademie in Rom sein Diplom als Schauspieler und Regisseur zu machen. Nach einer mehrjährigen Tätigkeit als Regisseur fürs Theater und als Schauspieler fürs Theater wurde der Film Mean Streets von Martin Scorsese für ihn zum einem wichtigen Wendepunkt. Er beeindruckte ihn so sehr, dass er ins Filmbusiness wechselte, anfänglich zunächst als Regieassistent und als Drehbuchautor, zum Beispiel für Felice Farina, und dann später aber, und darüber wurde er eigentlich bekannt, Matteo Garrone. Er hat an den Drehbüchern geschrieben oder mitgearbeitet oder ganz selber geschrieben, an den Filmen Estate Romana, L'Imbalsamatore, Primo Amore und Gomorra, den wohl bekanntesten Filmen von Matteo Garrone. Und dann, 2008, war es endlich soweit und er hat mit der Arbeit an seinem eigenen Film begonnen, Pranzo di Ferragosto.
der, wie diejenigen, die ihn schon gesehen haben, schönerweise auch eigentlich zustande kam, weil Matteo Garrone ihn dabei unterstützt hat und ihm geholfen hat, den Film produziert hat. Mit Buoni a Nulla hat er es nun geschafft, der, wie Helge Schweckendieck vom Kairos Filmverleih, unserem Partner, so nett und augenzwinkernd ausgedrückt hat, Coverboy unseres Festivalkatalogs zu werden. Ein vielleicht kleiner, bescheidener Erfolg, aber ich wünsche Gianni für den Film viel Erfolg auch in den nächsten Jahren und viele Zuschauer im Kino. Ja, und ich bin schon sehr gespannt auf den nächsten Film, der hoffentlich bald kommen wird. Ein Kritiker der Huffington Post hat geschrieben, Gianni Di Gregorio gelingt es immer wieder, ein Setting, ein Ambiente und vor allem Filmfiguren zu schaffen, von denen man nie Abschied nehmen möchte. Von Gianni Di Gregorio Abschied nehmen müssen Sie heute Abend nicht nach dem Film, nach den 97 Minuten, sondern Sie haben noch ein bisschen Zeit. Er wird nämlich auch nach dem Film für ein Gespräch da sein und nach dem Gespräch gibt es noch einen Empfang, zu dem ich Sie jetzt schon sehr, sehr herzlich einladen möchte. Nochmal vielen Dank, lieber Gianni Di Gregorio, dass Sie heute hier sind. Den Dank, den ich gestern so ausführlich und von Herzen an alle verteilt habe, die uns geholfen haben, Versus Sud, während all den Jahren schon zu veranstalten, kürze ich jetzt heute ab. Bedanke mich tutto bei allen, die uns unterstützt haben, vor allem natürlich beim Generalkonsulat und beim Herrn Generalkonsul, beim Instituto Italiano, Herr Izzo, bei der Casa di Cultura, Mary Condotta, bei Made in Italy und für heute Abend freue ich mich auch, dass wir wie gestern wieder einen Empfang veranstalten können, den wir der italienischen Handelskammer in Deutschland zu verdanken haben. Und ein herzlicher Dank dafür an Frau Wacker. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, Marina Kronis, für die Übersetzung und das Dolmetschen. Jetzt wünsche ich Ihnen gleich Buona Visione, aber übergebe noch kurz das Wort an Maurizio Canfora und dann wird Gianni Di Gregorio auch noch ganz kurz was sagen. Vielen Dank, Frau Haas. Buonasera, guten Abend. Diejenigen, die schon gestern hier waren, wissen, dass ich werde zuerst auf Italienisch sprechen und danach eine kurze Zusammenfassung auch in Deutsch machen. Sono molto contento di essere qui. Cercherò in realtà di non ripetere quello che ho detto ieri, di fare un benvenuto, insomma, un po' più breve, anche perché il film di oggi, che ho già avuto la fortuna di vedere, è particolarmente divertente, quindi spero che anche voi lo possiate godere al massimo. Una cosa che non avevo detto ieri e che mi fa molto piacere che questa 21ª edizione del festival contenga anche una retrospettiva su Francesco Rosi, che è un regista che anche sul piano personale ho sempre molto apprezzato e che credo insomma meriti un particolare riconoscimento, in particolare quest'anno. Due parole sul film di oggi e su Gianni De Gregorio. Gianni De Gregorio è un artista, un vero e proprio artista, perché riesce a cogliere una realtà che noi che insomma viviamo in Italia conosciamo molto bene. Lo fa con un certo distacco, una sua leggerezza, una sua ironia. Ma è anche, da un certo punto di vista, anche quasi come Francesco Rosi, molto realista in questo suo sarcasmo e distacco, e quindi ci fa spesso anche riflettere su certi aspetti della nostra realtà. Per esempio, nel film di oggi, senza svelare nulla, vedrete impiegati che agiscono nel settore pubblico. Io lavoro nel settore pubblico, come voi sapete, ci sono presenti qui anche dei colleghi che lavorano in consolato. Non dico di aver ritrovato nel film realtà che vivo ogni giorno anche in consolato, però diciamo che in questi quasi 18 anni di carriera ci sono molte situazioni che sono familiari, quindi è bello vederle rappresentate con tanta leggerezza. Buon divertimento a tutti. Also, jetzt eine wirklich kurze Zusammenfassung. Was ich gestern noch nicht gesagt hatte, ist, dass ich bin sehr
zufrieden, dass dieses Jahr eine Retrospektive zu Francesco Rosi hier in Verso Sud gewidmet ist. Francesco Rosi auch persönlich ist ein Regisseur, den ich sehr viel mag. Und ich glaube, dass es ist zu unserer Stolz, dass auch hier in Deutschland ein Retrospektive zu ihm gewidmet ist, weil dieses Jahr glücklicherweise er gestorben ist. Zum Film, der Film, das Sie heute sehen werden, ist ein Produkt von Gianni De Gregorio. Gianni De Gregorio ist ein genialer Regisseur, der mit Leichtigkeit und Ironie viele Aspekte der heutigen italienischen Wirklichkeit und Realität darstellt und das in auf einer Weise, die auch uns aufmerksam auf einige Probleme macht, aber wie gesagt mit einer Leichtigkeit, die uns ein bisschen lächeln mag. Und dafür bin ich ihm sehr dankbar. Insbesondere in der Film von heute, ohne zu viel zu verraten, gibt es auch Situationen im öffentlichen Dienst. Ich bin natürlich auch ein Beamter, nicht besonders hier in Frankfurt im Generalkonsulat, aber in meiner Karriere habe ich viel von den Situationen, die der Regisseur darstellt, gefunden. Vielen Dank und viel Vergnügen. Und jetzt das Wort zu Gianni De Gregorio, la parola Gianni De Gregorio. Grazie. Vielen Dank. Sono molto onorato e emozionato di essere qui. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Ich bin auch sehr nervös, muss ich ehrlich zugestehen. Anche per le cose belle che sono state Auch für dette. die vielen schönen Dinge, die über mich gesagt wurden. E sono felice di essere a Francoforte e in questo festival. Ich freue mich, dass ich in Frankfurt sein darf und Gast zu diesem Festival. Spero che il film vi piaccia, far ridere. Ich hoffe, dass Sie den Film mögen werden. Also Sie werden lachen. E poi sono felice di essere qui dopo per parlare un po' con voi. Und ganz gerne, werde ich danach mit Ihnen über den Film reden. Grazie Vielen ancora. Dank. Grazie. Questo è il terzo film, il terzo lungometraggio di Gianni Di Gregorio, dopo Pranzo di Ferragosto, dopo Gianni e le donne. Tre storie diverse, ma in fondo il protagonista è sempre lo stesso. È un po' il tuo ruolo, la tua maschera, questo personaggio così docile, innocente, molto simpatico. Also das ist der dritte Film, was du gedreht hast, nach dem Fest Manil August und Gianni und die Frauen. Aber irgendwie ist es immer die gleiche Rolle, das ist immer die gleiche Maske, die du spielst. Also eine Person, die total gutmütig ist und sympathisch. Viene da chiedersi se è così, se è un personaggio autobiografico, se sei veramente così. Man fragt sich einfach, bist du wirklich so oder ist es nur eine Rolle? Purtroppo è tutto vero. Es ist leider alles wahr. Purtroppo è tutto vero e infatti con questo film volevo capire se si può cambiare nella vita. Also es ist alles wahr, mit diesem Film wollte ich einfach verstehen, ob man sich im Leben auch ändern kann. E se si può diventare un pochetto più cattivi. Ob man vielleicht ein bisschen böser werden kann. Poi, avendo fatto il film e avendo visto il risultato comico, Und nachdem ich den Film gedreht habe und gesehen habe, dass es einfach zum Lachen bringt, ho capito che non si cambia. ich habe verstanden, man ändert sich nie. Si può cambiare pochissimo, veramente. Oder ganz, ganz wenig. Senti, rispetto ai tuoi film precedenti, qui la struttura è molto più corale. Also im Vergleich zu den anderen Filmen, das ist ein choralischer Film. Ci sono, a differenza dei film precedenti, dei
Gli attori professionisti? Die Schauspieler sind Professionisten. C'è evidentemente il desiderio di dare una struttura maggiore al film. Es ist also der Wunsch, dem Film eine bessere, stärkere Struktur zu verleihen. Sì, era un film più scritto, più corale, con tanti personaggi. Ja, der Film wurde einfach genauer geschrieben, choralisch aufgestaltet, mit viel mehr Figuren als in den anderen Filmen. E ho pensato che ci volevano realmente degli attori. Und da dachte ich mir einfach, ich brauchte professionelle Schauspieler dafür. Sì, sì. E sono stato però fortunato, perché sono tutti attori molto bravi, molto quotati in Italia. Ich hatte aber großes Glück, denn diese Schauspieler sind alle wirklich sehr gut und sehr bekannt in Italien. E poi Marco Marzocca. Marco Marzocca. Il, diciamo, il coprotagonista. Also derjenige, der einfach die zweite Rolle spielt in dem Film. È ancora più buono di me. Der ist sogar gutmütiger als ich. E questo mi ha interessato tantissimo. Und das hat mich total interessiert. E ho spostato molto il film su di lui. Deswegen habe ich den Augenblick vom Film auf ihn geleitet. Sì. Sì. Senti, l'impressione però sia che sia anche un film in qualche modo scritto con la macchina da presa. E in qualche modo, come dire, anche un po' nato sul set, improvvisato sul set, non so se è solo un'impressione. Aber man bekommt irgendwie man denkt einfach, dass der Film mit der Kamera geschrieben und gedreht wurde, dass der Film einfach auf dem Set entstanden ist. Ist das so? No, ti ringrazio, Franco, che dici questo. Sì, la volontà era quella di improvvisare anche molto. Ja, also tatsächlich ist es so. Vielen Dank für diese Frage. Also wir wollten wirklich sehr viel improvisieren. Poi io la sera precedente stimolavo gli attori. Und am jeweiligen Abend davor habe ich die Schauspieler dazu gebracht. E dicevo, inventa qualcosa, porta qualcosa tu. Sich irgendwas auszudenken, sich irgendwie einzubringen. E quando tu fai così, gli attori lavorano tutta la notte. Und wenn man so macht, dann arbeiten die Schauspieler die ganze Nacht durch. E funziona. Und es funktioniert. E portano delle cose più belle di quelle che tu hai scritto. Und es passiert einfach viel Schöneres von dem, was du eigentlich ursprünglich geschrieben hast. Questo è il segreto, è stato. Das ist das Geheimnis von diesem Film. Senti, come ti è venuto in mente, non di fare il regista perché hai esperienze precedenti di sceneggiatore ed è quasi naturale questo approdo? Also, ich wollte fragen, du warst Regisseur vorher, du hast auch Drehbücher geschrieben, deswegen ist es fast normal, dass man zum Regisseur wechselt. Ma di scoprirti attore a un'età non più giovanissima. Aber wie kam es dazu, dass du jetzt auch Schauspieler geworden bist? Du bist ja nicht mehr so wahnsinnig jung. Sì. Allora, io in verità volevo fare sempre il regista. Also ganz ehrlich, ich wollte schon immer Regisseur sein. Ma per il mio carattere mite, timido, così, ho impiegato 20 anni di più di un altro. Aber weil ich so gutmütig und scheu bin, da brauchte ich einfach 20 Jahre länger als andere. E per quanto riguarda l'attore, und was die Schauspielerei betrifft, nel mio primo film avevamo pochissimo budget, pochissimi soldi in di budget. In meinem ersten Film hatten wir total wenig Geld. E gli attori che io ho chiamato volevano tutti i soldi del budget. Und die Schauspieler, die wollten einfach das ganze Geld für sich aufbrauchen. Allora il produttore, che era Matteo Garrone, un regista a sua volta, der Produzent Matteo Garrone, der wiederum auch ein Regisseur ist, mi ha detto, serve un uomo di mezza età. Er sagte mir, wir brauchen einen Mann im mittleren Alter. Un po' alcolizzato. Der ein bisschen zu viel trinkt. Che ha vissuto tanto con la propria madre. Der sehr viel mit seiner Mutter gelebt hat. Fallo tu. Mach tu das. Fallo tu. E così è andata così. Und so war es einfach. Io avevo studiato come attore. Ich hatte auch Schauspieler studiert. Ma almeno 30 anni prima. Aber 30 Jahre davor. Però ho capito che qualunque cosa si impara torna come bagaglio culturale. Quindi mi sono ritrovato un grande patrimonio per quello che avevo studiato da ragazzo. Aber ich habe gelernt, alles was man gelernt hat, kommt irgendwann wieder zurück, deswegen konnte ich auf einen guten, sehr großen Schatz zurückgreifen.
E a questo punto, hai mai pensato di fare un film solo come regista? Hast du jemals gedacht, nur als Regisseur in einem Film zu denken, also ohne zu schauspielern? È il mio sogno, veramente. Es ist mein Traum. È il mio sogno, perché fare l'attore è faticosissimo. Denn es ist ja total stressig zu schauspielern. Sì, e ti dicono, comincio a invecchiare, comincio a diventare und grande. Ich werde ja langsam alt und groß. E ti dicono non bere. Da sagen sie dir, du sollst nicht trinken. Perché vengono queste borse sotto gli occhi. Denn du bekommst diese sì. Ringe unter den Augen. Sì. Stai dritto con la schiena. Steh bitte gerade auf. Che è dolorosissimo stare dritto. Irre weh an dem Rücken. Sì. E quindi io preferirei veramente fare il regista. Also ich würde wirklich sehr gerne nur Regisseur sein. Sì, seduto con la sedia. Irgendwo hinsitzen. Scritto regista e basta. Da steht Regisseur drauf und das war's. Spero di farlo. Ich hoffe, ich komme noch dazu. E invece hai avuto delle proposte come attore dopo i tuoi film? Und nach deinen Filmen hat dich jemand gefragt, ob du Schauspieler sein willst, woanders? Questo è interessante. Le ho avute, ma erano dei film drammatici. Ich habe Vorschläge bekommen, ja, aber es waren dramatische Filme. E io non posso fare un film drammatico perché viene da ridere. Und sowas kann ich nicht, weil das würde sowieso zum Lachen bringen. Sì, non potrei mai neanche fare un film di guerra o un thriller. Ich könnte auch nie einen Kriegsfilm drehen oder einen Thriller, das geht gar nicht. Sì, perché verrebbe appunto comico. Es würde komisch werden. Das kann ich nicht. E questo me lo disse il mio maestro Alessandro Fersen. Und das sagte mir damals mein Lehrer Alessandro Fersen. Con il quale io ho studiato da ragazzo. Bei dem ich studiert habe, als ich jung war. E io facevo regia, ma anche recitazione. Und ich habe sowohl Regie als auch Schauspielerei studiert damals. Teatro. In teatro. Für das Theater. E quando c'era Shakespeare, Macbeth, per Wenn esempio. Es zum Beispiel Shakespeare gab, Macbeth. Tutti andavano sul palcoscenico. Facevano Macbeth con le mani piene di sangue, tutto andava bene. Die gingen alle auf die Bühne und spielten Macbeth und die hatten alle bluttriefende Hände und alles lief gut. Quando andavo io, dicevo, queste mani, tutti ridevano. Und als ich da war, da lachten sich alle kaputt. Terribile, e io stavo malissimo. Es war total schrecklich und mir ging so schlecht. E volevo anche andare via dalla scuola. Ich wollte auch die Schule verlassen deswegen. Finalmente il maestro, dopo due anni di sofferenza, und nach zwei Jahren geplagt sein, mi ha detto, io non ce l'ho con te. Sagte der Lehrer zu mir, du, ich habe nichts gegen dich. Ma tu sei un comico. Aber du bist ein Komiker. Non puoi fare Shakespeare, non puoi fare cose drammatiche. Du kannst aber einfach keine dramatische Rollen übernehmen, also Shakespeare ist nichts für dich. E allora io ho capito di fare una forza. Ho pensato di fare una forza da questa debolezza. Und da habe ich verstanden, das ist keine Schwäche, da ich soll daraus eine Stärke machen. E di lavorare su questa debolezza, no? Und eben diese Schwäche als Stärke herausbilden. Sì, è questo. Das ist es. Come ieri io lascerei anche le parole a chi vuole intervenire con qualche domanda. Also wie gestern, diejenigen, die Fragen haben, sind sehr willkommen, ihre Fragen zu stellen. Intanto volevo chiederti, sì. I tuoi film sono tutti romani? Deine Filme spielen alle in Rom ab? In una Roma centrale, monumentale? Also im Zentrum von Rom, Anche wo die ganzen in questo Monumente poi c'è sind. Ovviamente il contrasto con le nuove periferie. Gut, hier gab es ja auch die banlieue sozusagen von Rom, also die Vororte. Sì. Ecco, credo che sia quasi impensabile pensare a un tuo film lontano da Roma, è così? Ich glaube, man kann sich kaum vorstellen, dass du jemals etwas außerhalb von Rom drehen wirst. Ist das so? Questa sì, è una bella domanda. Schöne Frage. Sì, credo di essere prigioniero un po' di questa Roma. Ich glaube, Rom hält mich einfach fest. Credo sì, e sono proprio nato e cresciuto nel centro storico di Roma. Ich bin im Zentrum von Rom gewachsen, aufgewachsen. E per me è stato bello perché tutto un mondo è passato da lì. Und es war schön für mich, weil da die ganze Welt sich abgespielt hat. Anche casa mia da ragazzo, io ero figlio unico. Also ich war Einzelkind. La riempivo di amici, di gente che veniva dall'Europa. Era
Meine Wohnung war immer voll mit Leuten, die aus ganz Europa kamen. Con la disperazione dei miei genitori. Was meine Eltern zum Verzweifeln gebracht hat. Venivano a mangiare 10-15 persone al giorno. Also 10-15 Leute pro Tag kamen zum Essen zu uns. E però era bello, perché io ero fermo e lì veniva un po' la gente, veniva la vita. Aber es war schön, weil ich war einfach fest im Zentrum und die Leute kamen zu uns. E quindi io un po' pigro ho pensato di non muovermi e di lavorare in quella situazione. Und ein bisschen aus Faulheit heraus habe ich einfach gedacht, gut, dann bewege ich mich nicht, ich werde auch hier arbeiten. Sì. Sì, pigro, sì, i romani sono pigri. Ja, Römer sind faul. Sì. Also, immer wieder, Sie können gerne unterbrechen, wenn Sie Fragen haben. Also einfach die Hand heben. Un attimo, le arriva il microfono, così sentiamo tutti. Sì, buonasera. Volevo chiedere, intanto complimenti, perché grazie. È un gran bel film, insomma, come gli altri due. E volevo chiedere di questa passione per il cinema, no? È stato detto che insomma lei da bambino andava e appunto insomma guardava insomma anche 2 o 3 film di fila. Era insomma perché il cinema era sulla strada di casa oppure ha cominciato già allora avere un significato diverso? Also, insomma, ich wollte einfach kurz fragen, es wurde gesagt, dass Sie eine Leidenschaft fürs Kino hatten und als Sie jung waren, haben Sie auch 2, 3 Filme hintereinander geguckt. Lag das Kino einfach in Ihrer Straße oder war das wirklich der Beginn der Karriere? Tutte e due le cose. Perché in effetti in quel quartiere, come in molti quartieri di Roma, c'erano 4 o 5 cinema. Also in diesem Viertel, wie überall in Rom, gab es 4, 5 Kinos. E poi proprio il cinema era l'immaginario per quello per uno della mia età. E quando ero proprio piccolo, non c'era ancora la televisione. Und das Kino war einfach die imaginäre Welt für mich. Ich war ja damals sehr klein und es gab kein Fernseher. Quindi il cinema era proprio il sogno, era veramente il contatto con il sogno. Das war einfach ein Traum, ein Tor zur Außenwelt. E poi in queste piccoli cinema, in queste piccole sale. Und in diesen kleinen Kinos? Tu trovavi tutto. Fand man alles mögliche. Film stupidi, film di genere. Also blöde Filme, Genrefilme. Ma anche film di Rossellini. Aber auch Rossellini-Filme zum Beispiel. Film di Kurosawa. C'era tutto. Tu, es gab wirklich alles Mögliche zu sehen. Tu potevi veramente. Passava di tutto lì, anche dei film molto molto importanti. Es gab auch sehr wichtige Filme. E io devo dire che ho un ricordo molto netto. Und ich muss sagen, eine starke Erinnerung von mir. Che vedemmo i 7 Samurai. Besteht darin, dass wir die 7 Samurais gesehen haben einmal. Io ero un bambino. Ich war klein. E tutto il cinema pieno di ragazzini. Und das ganze Kino war voller junge Leute wie ich. Tutti diventarono zitti, muti. Die waren total still. E arrivava veramente la potenza di qualcosa. Finiva la confusione perché era un grande possiamo dire casino, un grande rumore, un grande casino lì, tutti bambini, gente, ragazzi. Und es war einfach so viele Kinder, so viele Jugendliche. Normalerweise ist es einfach ein Tohuwabohu ohne Ende, aber da kam die Wucht des Filmes durch. Quando c'erano i grandi film, tutti stavano zitti. Wenn die Filme großartig waren, da waren alle ruhig. Lì ho capito che succedeva qualcosa in quei momenti. Und da habe ich einfach verstanden, da passiert was. E mi sono proprio appassionato al cinema. Und da fing die Leidenschaft an. Grazie. Vielen Dank. Un po' anche mio padre era molto amante del cinema. Und mein Vater war auch ein großer Kinoliebhaber. E ogni tanto quando si accendeva la luce. Und wenn das Licht manchmal anging. Lo vedevo nei vari cinema, che anche lui faceva come me e andava 3 volte nelle sale. Ich habe ihn manchmal zufällig gesehen in den Kinos, der machte das genauso wie ich, der ging 2, 3 Filme hintereinander gucken. E forse da lì anche viene. Also vielleicht kommt das auch von daher. Sì. Poi se posso farne un'altra di domanda, cioè lei insomma ha detto che bisognerebbe essere un pochino più cattivi
In realtà spesso sentiamo dire che nella società di oggi si dovrebbe essere un po' più buoni, insomma. Quindi, cioè, qual è la sua valutazione, diciamo, ecco, di questo? È vero. Also, Sì, insomma. wenn ich noch eine andere Frage stellen darf, Sie sagen, man müsste manchmal böser sein, aber eigentlich hört man sehr oft, man müsste eigentlich besser sein, ein besserer Mensch sein. Was denken Sie dazu? Su, insomma, riferimento alla società italiana, alla solidarietà, eccetera, l'incontro di culture, insomma, tutti i temi molto, molto attuali. Auch in Bezug auf den Austausch der Kulturen, die Gesellschaft, die italienische Gesellschaft vor allem. Sì, è vero, una domanda giusta, Sehr perché richtige Frage. in questo momento si sta esagerando un po' in generale con la Denn cattiveria. heutzutage ist man vielleicht etwas zu sehr böse, überall. Improvvisamente si esagera moltissimo. Also plötzlich ist es einfach E umgeschwungen ins Böse. in realtà io volevo dire che sì, teoricamente bisognerebbe difendersi un po' di più, però in realtà io penso che chi è veramente cattivo o aggressivo. Aber ich wollte einfach nur sagen, man müsste sich einfach etwas mehr verteidigen. Aber die Leute, die wirklich sehr böse, sehr aggressiv sind, Paga un prezzo perché resta solo. die zahlen einen hohen Preis dafür, weil sie alleine bleiben. Quindi io in fondo sono per la bontà. Also, ich bin eigentlich für die Gütigkeit. Un po' costretto e un po' ci credo. Also, manchmal muss ich das sein und manchmal glaube ich wirklich daran. Buonasera, grazie mille per questa bella storia. Grazie. Volevo chiederle se l'impressione che mi ha dato questo film è veramente anche voluto. Mi sembrava che lei in effetti racconta due storie, perché come ultimo ricordo mi rimane questo pensiero di questi profili che lei fa dell'underdog, della persona. Come appunto è questo attore già di per sé non il bello, il bellissimo, e che voglia compensare, cioè che esiste, no, la figura dell'underdog nella nostra società dove non sono gli altri che ci dicono che noi non abbiamo un valore intrinseco come persona, ma siamo noi che offriamo un aspetto, una nostra, cioè facciamo di una nostra debolezza una forza e la offriamo per farci voler bene, per farci amare. E mi pare che in questa storia dell'underdog lei ci faccia intuire, ci faccia capire che l'anziano, quello che ha goduto una vita lavorativa poco piena, in fin di conti, che non l'ha proprio realizzato, no, come si diceva, mo' il caffè, mo' il giornale, ma la verità insomma è una gabbia, cioè, che va a fare? Cioè, sto a casa per il caffè. Però ci fa vedere che ha un'utilità questa persona, perché è una persona che ha capito molto del potere, avendo trascorso così tanto tempo all'interno di strutture strette, cioè, ci vede il potere e sembra che lei abbia un cuore per gli underdog, cioè stia parlando proprio a loro, a questa gente. Also in diesem Film geht es eigentlich sehr viel um Underdogs, um sogenannte Underdogs, also Leute, die schwach sind, aber die ihre Schwächen zu stärken ausbilden, die sich einfach so profilieren in der Gesellschaft. Also es geht vor allem in diesem Film um ältere Leute, die ein Arbeitsleben gehabt haben, was vielleicht nicht so erfüllt war, die aber durch ihre Schwäche einfach erkannt haben, was der Sinn der Macht ist, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, darum geht es in dem Film, oder? Sì, un po' il cuore sta dalla loro parte. Also ich bin schon auf Ihrer Seite, das stimmt sehr wohl. Mi piaceva dire che bisogna sempre osare e credere nell'impossibile che può diventare Ich possibile. wollte einfach sagen, man muss immer sich hinauswagen, man muss einfach glauben, dass das Unmögliche auch möglich werden kann. Quando Marco va a casa della ragazza di cui è innamorato, Als Marco seine Freundin oder die Frau, die er in der verliebt ist, besucht. secondo me fa bene, perché bisogna sempre provarci. Ich glaube, das ist richtig, man muss es probieren. Non si sa mai, può andare sempre benissimo. Man weiß es ja nie, das kann ja super laufen. Era questo che io vorrei dire, che bisogna sempre provare a fare quello che uno desidera. Das ist das, was ich sagen wollte, man muss es immer wagen. Perché l'80% delle volte può andare bene. Denn 80% der Male kann es wirklich gut laufen. Sperare è anche quel
a sperare anche quello che è difficile sperare. Und man kann einfach Hoffnung setzen in etwas, was vielleicht unglaublich klingt. Secondo me funziona. Es funktioniert. E a qualunque età. Egal in welchem Alter. Sì, sì. Quindi, e poi credo che i buoni, tra virgolette, compensano un po' quello che dicevi, compensano anche un po' il male del mondo. Und ich glaube, die Guten kompensieren auch ein bisschen das Böse in der Welt. Creano un po' di equilibrio. Es gibt dadurch ein bisschen Gleichgewicht. E questa credo sia la loro importanza. Und das ist deswegen sind sie wichtig. Grazie. Senti Gianni, un film, il tuo secondo film si intitola Gianni e le donne, è quasi una, come dire, una dichiarazione ufficiale e molto esplicita. Dein zweiter Film heißt Gianni und die Frau, das ist ja fast wie eine offizielle Erklärung. Ma i tuoi rapporti con le donne li hai vissuti, parlo del cinema, nel privato non lo so. Und wie ist deine Beziehung zu Frauen, also jetzt Kino bezogen, also nicht privat, das will ich gar nicht wissen. Come figlio, sì. Come padre, also als come Sohn, marito, hast come du, amante. Hast du sie erlebt als Sohn, als Ehemann, als Vater, als Liebhaber? Ecco, in quale di questi ruoli nei confronti dell'universo femminile ti trovi più a tuo agio? Welche dieser Rolle ist für dich die beste in diesem weiblichen Universum? Sì. Beh, bellissimo questo. Super, sì, tolle Frage. In effetti era un atto d'amore nei confronti delle donne. Das ist eigentlich eine Liebeserklärung an die Frauen, mein Film. Di tutte le donne. Alle Frauen. Di cui sono succube. Und ich unterliege allen Frauen sowieso. Partendo appunto dalla madre. Wir fangen von meiner Mutter an. Dalla moglie. Der Ehefrau. Con la figlia, con mia figlia, che ha 24 anni. Aber meine Tochter, die ist 24 Jahre alt. Pensavo di avere un rapporto quantomeno paritario. Da dachte ich, vielleicht stehe ich auf der gleichen Ebene wie sie. Invece anche lei mi comanda. Aber nein, sie diktiert mich auch rum. Anche lei ormai mi dice, papà, si è vestito male, non uscire così. Sie sagt mir auch, papà, so kannst du überhaupt nicht rausgehen, das geht ja nicht. Che cosa sono quelle scarpe? Diese Schuhe, die sind ja unmöglich. Ed è bellissimo perché io continuo ad essere me stesso, Franco. Das ist total schön, weil ich bleibe wie ich bin. Ich kann mich nicht ändern. Non riesco ad uscire da questo ruolo, insomma, amoroso, un po' succube, però è anche vero che ti ritorna tanto. Anche le donne poi in fondo capiscono questo e ti restituiscono. Tanto. Und ich kann einfach von dieser Rolle nicht rauskommen. Ich liebe alle Frauen, die Frauen diktieren mich herum, aber es kommt auch viel zurück, weil Frauen verstehen, wie einer ist. Quindi non c'è un ruolo dove ho vinto, diciamo. Also in keiner Rolle habe ich wirklich gewonnen. Sì. Sì. Senti, una domanda invece più, come dire, più tecnica. Also eine technische Frage jetzt. Ci sono registi che amano lavorare sempre con le stessi tecnici, direttore della fotografia, scenografo, costumista, e ci sono registi che invece sentono l'esigenza di dover cambiare molto spesso perché questi apporti tecnici diventano anche apporti creativi. Es gibt Regisseure, die es lieben, immer mit den gleichen Technikern zu arbeiten, mit der gleichen Crew, mit den gleichen Bühnenbildern, Fotografen und, und. Es gibt andere, die wiederum sagen, nein, das möchte ich dann ändern, weil es entstehen dann Wechselbeziehungen untereinander. Tu che tipo di regista sei, del primo tipo o del secondo? Welcher Art gehörst du denn an, dem ersten oder dem zweiten? Ma, dunque, io ascolto moltissimo quello che mi dicono gli altri. Also ich höre sehr viel zu auf das, was die mir alles sagen. Anche se conservo una parte di me rispetto a quello che voglio fare. Selbst wenn ein Teil von mir immer da ist und das ist immer das, was ich machen will. Però veramente ascolto i consigli di tutti. Aber Ratschläge, die sind von mir immer willkommen. Ed è anche una grande confusione. Und das ist auch ein großer Chaos dadurch. Perché in questo film io avevo 100 persone di truppe. In diesem Film habe ich mit 100 Leuten gearbeitet. Che spesso litigavano fra di loro. Die untereinander sehr oft gestritten haben.
Allora io uso questa tecnica. Also ich habe jetzt diese Strategie entwickelt. E chiedo a tutti per favore. Ich sage immer bitte. Non riesco ad urlare, mi piacerebbe un giorno. Ich kann einfach urlare. Nicht schreien. Ich würde es gerne wollen können, aber ich kann es nicht. Come fanno altri registi? Wie andere Regisseure, die schreien ja oft. So che lo fanno. Ich weiß, dass sie das tun. Anche dei miei amici riescono ad urlare, a fare delle cose così. Auch Freunde von mir, die schreien herum, die kommandieren rum. Siccome se io urlo si mettono a ridere. Ma wenn ich schreie, dann fangen alle an zu lachen. Io chiedo per favore. Dann sage ich also bitte, bitte. Potresti fare la luce un po' più così? Könntest du vielleicht das Licht ein bisschen abändern? Ti prego, fai così. E poi lo fanno. Und dann tun sie das tatsächlich. È un po' faticoso, ma funziona. Es ist anstrengend, aber es funktioniert. Funziona. Sì, non ho, diciamo, il senso dell'autorità. Also ich bin keine Autorität, einfach gar keine. Però poi tutti danno. Aber sie geben dann alle, was sie haben. Portano, tutti portano la cosa migliore che possono portare. Sie bringen sich alle ein mit ihrem Besten. Anche questa è una tecnica. Und das ist auch eine Strategie, sì. Wenn wir wollen. Sì. Ma sì. La tua truppa è più o meno sempre la stessa? Più o meno sempre la stessa, con apporti sempre di più giovani. Mi piace lavorare anche con dei giovanissimi. Und die Gruppe bleibt eigentlich immer gleich. Sì. Dazu kommen immer mehr junge Leute hinzu, weil ich mag es sehr, mit jungen Leuten zu arbeiten. Sì. Cambia anche, ma sempre ci sono apporti di generazioni più giovani. Das heißt, die Generationen werden immer jünger. E io chiedo consigli anche a loro. Und ich frage sie auch, was sie davon halten, von dem, was ich mache. Sì, perché possono avere un'idea migliore della mia. Denn manchmal haben sie auch bessere Ideen als ich. Sì, sì, ed è uno scambio generazionale molto importante. Das ist einfach ein sehr wichtiger Austausch zwischen den Generationen. E portano anche energia. Und sie bringen auch neue, große und neue Energien ein. Sì, l'energia dei giovani, insomma. So wie Jungen halt sind, energisch. Sì, sì, è uno scambio. Ein Austausch. Sì. Se non ci sono altre domande, possiamo forse chiudere qui questo incontro con Gianni Di Gregorio. Also, wenn keine weitere Fragen sind, dann können wir vielleicht langsam non Schluss prima, machen heute Abend. Non prima di una tradizionale Aber consegna. Zuerst kommt eine traditionelle Sache. Uno che noi chiediamo sempre ai registi che vengono a trovarci. Bellissimo. Con le loro creazioni. Sì, grazie. E anche il 3D. È tridimensionale. Meraviglia. Speciali e stupendi. Sembrano delle donne improvvisamente. No, non che io sia fissato, ma abbastanza. Ma ci sono infatti queste sinuosità. Queste sinuosità, è veramente bello. Grazie per venire. Ja, vielen, vielen Dank, mille grazie Gianni, mille grazie Franco, mille grazie Marina. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachhauseweg. Bevor Sie sich aber auf den Weg geben, lade ich Sie nochmal sehr, sehr herzlich ein zu einem kleinen Empfang, zum Wein. Und Gianni ist auch noch da, wenn Sie mit ihm sprechen wollen. Er wird es bestimmt gerne tun. Schönen Nachhauseweg dann im Anschluss. Applaus